Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Wir sind dieses Mal wieder auf der Spoger unterwegs. An meiner Seite ist natürlich wieder Martin. Hallo. Und wir sind heute zu Gast bei Weber in Halle 1. Die haben mal wieder die gesamte Halle einfach für sich gemietet. Und in dieser Runde befindet sich dann noch Isabel Klein. Hallo. Hallo. Und Heinke Fiedler, auch von Weber. Hallo, herzlich willkommen. Ja, letztes Jahr hatten wir den Weber Pulse gesehen, den Elektrogrill. Der hat ja für einiges Aufsehen gesorgt. Ja, aber wir durften ihn ja auch ausprobieren. Genau, und da wollten wir eigentlich direkt, wenn wir schon mal an der Quelle sind, mal nachfragen, wie hat sich der Elektrogrill denn so verkauft? Ob er die Erwartungen gedeckt hat oder ob er irgendwie durch die Decke gegangen ist oder wie der so angekommen ist in der Grillszene? Der Pulse hat ein sehr erfolgreiches erstes Jahr hingelegt, wobei wir ganz klar differenzieren können. Der Pulse 2000 hat definitiv den Pulse 1000 um Längen geschlagen und vor allen Dingen gleich mit dem Rollwagen unten drunter. Das heißt, was wir jetzt gelernt haben, die Interessenten für diesen Grill gehen wirklich auf das Premium-Produkt und dann auch gleich auf das volle Programm. Ansonsten müssen wir ganz klar sagen, der Pulse spricht eine sehr viel größere Zielgruppe an, als wir uns das gedacht haben, was uns natürlich super freut. Er spricht die Jungen an, er spricht die Leute an, die in der Stadt leben, die sehr stark auf das Thema Convenience gehen. Er spricht aber insbesondere auch ältere Leute an, die bei Gas so ein bisschen Angst bekommen, plötzlich vom Gasflaschen anschließen, aber eben auch die schweren Gasflaschen Trepp auf Trepp abschleppen. Und natürlich ist es einfach ein super Produkt, was die Qualität anbelangt. Also was uns alle zurückgespielt haben, man schmeckt keinen Unterschied. Der Steak ist genauso super auf dem Pulse wie auf dem Holzkohlegrill. Auch die hartgesottenen Griller, also ein Grillmeister hat mir auf einem Event gesagt, also weißt du, Heinke, ich war ja völlig anti-Pulse und ich habe gedacht, was gibst du mir da eigentlich mit? Jetzt habe ich es mir ausprobiert und ganz ehrlich, Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber das Produkt ist geil. Nur bei mir heißt es jetzt nicht mehr Pulse, bei mir heißt es Tamagotchi. So die kleine Anekdote aus von euren Kollegen, die wirklich direkt am Pulse der Zeit sind in diesem Fall. Ja, ich habe den ja auch bei mir auf dem Balkon stehen, bin quasi auch genau die Zielgruppe. Ich habe keinen Garten, sondern halt einen Balkon in der 10. Etage. Kann es schön über Düsseldorf gucken und ja, der ist, kommt bei uns in der Familie auch gut an. Wie gesagt, mit dem Gas, meine Frau ist da so ein bisschen empfindlich, die denkt dann auch mal, ist die Gasflasche zu, hast du das alles abgedreht, kann da auch nichts passieren, wieso steht die jetzt schon wieder in der Sonne, die Gasflasche? Und ich bin da auch so ein kleiner Monk, ich gucke 10 Mal nach, ob ich wirklich abgedreht habe und so. Und das ist mit dem Pulse halt wirklich einfach, man zieht so den Stecker raus und das war's dann. Kann da nichts mehr passieren und wir haben jetzt das Jahr auch ganz erfolgreich damit so gegrillt. Ich habe den Pulse 1000, den etwas kleineren, aber der reicht halt für uns auch und ja, mit dem ganzen Zubehör und so kann man schon ganz gut grillen. Wie gesagt, klar, wenn man einen riesen Garten hat, ist es vielleicht nicht so das Objekt der Begierde, aber so für den Balkonnutzer oder auch mit kleiner Terrasse vielleicht, kommt der auf jeden Fall ganz gut an. Ja, ich durfte mich ja auch davon überzeugen, ihr habt uns ja freundlicherweise mal eingeladen, wir haben ja auch drüber im Podcast schon berichtet. Und allein so ein ganzes Hähnchen auf dem Rotisseur da drauf zu machen und der hat richtig Dampf. Also das hat uns schon Spaß gemacht. Und dann beim Event waren wir ja wirklich alle überzeugt, dass das Gerät kein Downgrade quasi ist, sondern ein Upgrade und nichts mit einem normalen Elektrogrill zu tun hat. Ne? Ist ja mal schon fast das böse Wort, ja. Ja, das wurde uns auch von Journalisten zurückgespielt und von Bloggern auf den Medien-Events, als wir den Launch des Pulse gefeiert haben, wo ganz klar gesagt wurde, wow, habe ich nicht erwartet. Aber man kann nicht nur grillen, man kann auch backen. Man kann ganz tolle Kuchen da drauf machen. Ich bin eine Süßschnute, wie du merkst. Also insofern, dass der Pulse bietet all das, was andere Grills auch bieten. Vom Pizza, Flammkuchen über das gegrillte Hähnchen oder Steak bis hin zum Nachtisch. Warmer Schokoladenkuchen ist mein Favorit. Wirken sich denn die Verkäufe von dem Pulse auf den normalen Elektrogrill von Weber aus? Also sinken die jetzt komplett ab oder ist das wieder eine ganz andere Zielgruppe, die trotzdem dann noch ganz normal auf das andere Modell zurückgreift? Also im Moment können wir keine Kannibalisierung feststellen. Wir sprechen mit dem Pulse eine neue Zielgruppe an. Wie gesagt, eine sehr breite Zielgruppe, also von den Jüngeren bis hin zu den Best-Agern. Und insofern fliegt das Produkt gerade und macht dem anderen jetzt aber keine Konkurrenz im Sinne von Umsatzeinbruch oder nachlassende Verkäufe. Und wie sieht's, also das war jetzt auf den deutschen Markt bezogen oder weltweit insgesamt? Ich kann jetzt im Moment nur für den deutschen Markt sprechen. Okay. Und ja, ich denke mal, das war ein ganz guter Rückblick. Schon mal auf quasi das Highlight des letzten Jahres. Kommen wir mal jetzt mal zu dem Highlight, also zu der Neuheit, die Weber dieses Jahr angekündigt hat. Und
Ja, was hat Weber denn dieses Jahr für uns im Angebot? Also die Strategie für das kommende Jahr sieht ganz klar aus, dass wir gesagt haben, wir möchten wirklich für jede Zielgruppe in jeder Kategorie einen Grill in jeder Preislage bieten, die Bedürfnisse oder der die Bedürfnisse eben beantwortet. Und das spiegelt sich wieder in der neuen Produktpalette. Ganz, ganz viele neue Produkte, auch Produktinnovationen, Produktadaptionen. Aber wichtig ist, wir haben wirklich über jede Kategorie gearbeitet. Wir besetzen alle Preispunkte und bieten damit jedem Interessenten in jeder Kategorie sein Produkt an. Und die Details, da wird jetzt gleich Isabel noch ein bisschen was näher dazu erzählen zu den einzelnen Produkten. Ja, was die Frau Fiedler schon angedeutet hat, genau diese Preisspanne, die sieht man besonders schön auch in der Gas-Serie. Die haben wir komplett überarbeitet. Wir haben den neuen Spirit 2 eingeführt. Wir hatten schon einen kleinen Soft-Launch im Sommer letzten Jahres oder Sommer diesen Jahres. Aber jetzt sind wir noch mit weiteren Modellen auf den Markt gegangen. Somit können wirklich auch die Leute, die für den Einsteigerbereich im Stand-Up-Grill wirklich sind, gibt's die Möglichkeiten. Sie sind auch mit dem GPS-System ausgestattet, Seitenkocher, als auch mit dem iGrill Ready. Also von daher optimal für Einsteiger oder für den ja doch Einsteigerbereich. Und wer es dann ein bisschen komplexer und ein bisschen spannender haben möchte, geht auf die Genesis-Serie. Auch hier haben wir die LX-Serie quasi überarbeitet, haben andere Produkte dafür auf den Markt gebracht. Wir haben die Sear Station wieder eingeführt. Die Kunden haben es doch verlangt und wir haben auf sie gehört und freuen uns drauf. Ich glaube, jetzt ist sämtliche Hitzediskussion quasi überflüssig. Und vor allen Dingen haben wir auch das GPS-System auch auf dem Rost quasi verändert. Wir haben es direkt, also nach rechts versetzt, oberhalb der Sear Station, dass wirklich die Hitze da, wo sie nötig ist oder da, wo sie sein soll, auch in dem Moment ist. Also gerade schön für ein perfektes Steak anzugrillen, aber auch den Bock, richtig schön Hitze drauf zu geben, das ist eigentlich optimal. Ansonsten gibt es noch andere Kleinigkeiten, wie was wir ein bisschen generell ein bisschen höher gemacht haben, Edelstahl, Aromaschienen eingeführt haben, auch so ein bisschen den Warmhalterost überall jetzt integriert haben und auch optimiert haben. Das sind so im Gasbereich einfach so ein bisschen unsere Neuheiten. Ansonsten haben wir auch im Holzkohlebereich was erweitert und erneuert. Wir haben einen neuen Master Touch Premium eingeführt. Das ist so unser Alleskönner, sagen wir. Eigentlich kann er von Low and Slow bis über normales Grillen, Braten, Backen, Räuchern. Ja, Räuchern ist ein ganz großer Trend. Ich glaube, das sieht man. Und wir wollen einfach den Leuten auch ein Stück weit die Möglichkeit geben, sich auch selbst auszuprobieren. Es gibt einfach gerade so gewissen Bereichen traut man sich vielleicht noch nicht so ran und jetzt wird's einfach immer einfacher. Wir haben den Master Touch Premium ausgestattet mit einem Charring und einer Diffuserplatte, haben die Luftzufuhr optimiert, sodass man wirklich sehr fein regulieren kann, wie viel Luft nach oben steigt und damit gerade über Stunden grillen, räuchern kann. Und ich bin gespannt, wenn ihr es testet, was ihr dazu sagt. Ansonsten haben wir den Master Touch Premium auch noch mit einem Scharnierdeckel ausgestattet, sodass man ihn nicht mehr lästig irgendwie in der Hand hat und überlegt, was macht man damit oder ins Tuck-Away. Vorher den Master Touch gibt es auch immer noch mit dem Tuck-Away, aber den Premium ist jetzt wirklich mit dem Scharnier ausgestattet. Diesen kann man auch abnehmen, ist abnehmbar, gerade wenn man eine Rotisserie oder sowas verwendet, kann man den Deckel abnehmen, oben drauf, dann ist es auch dicht. Und ich glaube, das ist einzigartig in dieser Preiskategorie. Ein Alleskönner im Holzkohlebereich ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Weber. Der Master Touch ist ja jetzt quasi dann ein zusätzliches Angebot. Das ist nicht nur, also der Premium steht über dem Master Touch. Wie sieht es da aus von der Preisspanne her? Wie differenziert sich das circa? Da muss ich selbst ehrlich gesagt auch nochmal ein bisschen spicken, weil alle Preise habe ich detailliert auch nicht immer im Blick. Also der normale Master Touch, der liegt ungefähr bei 330 Euro und der Premium Master Touch, da sind wir bei 380 Euro. Und dann kann man auch noch für knapp 400 Euro bekommt man sogar noch das Sear Crate hinzu. Also ist es ein geringer Aufpreis eigentlich dafür, dass man dann schon einige Funktionen mehr bekommt. Aber beide werden parallel auf dem Markt bleiben. Und der normale Master Touch ist auch so wie der, den man bisher in den letzten Jahren kaufen konnte, oder hat er auch irgendwelche Verbesserungen noch so
untergeschoben bekommen. Ja, er wurde auch noch mal ein bisschen überarbeitet, auch von der Höhe, von den Beinen her und von den Rädern. Er hat jetzt auch zusätzlich, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, er hat eine iQuil Ready Halterung wurde angebracht. Das ist sowohl beim Premium als auch bei dem normalen Master Touch. Ansonsten auch ein Edelstahlrost. Einfach so. Und diese P-Funktion mit dem, diese Luftzufuhr, die aussieht wie ein P, ist auch im normalen Master Touch mit drin. Und dann geht's ab 1. Januar nächstes Jahr los oder wann dürfen wir uns drauf freuen? Ja, ein genaues Datum kann ich noch nicht nennen, aber es wird Januar sein. Wie beim Pulse, da konnten wir auch noch nicht kein genaues Datum nennen. Hängt immer so ein bisschen davon ab. Ziel ist es, im Januar es quasi in den Handel zu bekommen. Also zur neuen Grillsaison könnt ihr mit all den neuen Grills starten und eure Freunde einladen, große Barbecue-Fest machen und einmal quer grillen, von einer Kategorie zur nächsten hüpfen. Und vielleicht noch zum Master Touch. Intern ist jetzt so der kleine Wettbewerb ausgeartet oder gestartet zwischen den Herren. Wer kann den am längsten smoken und grillen? Und unser Grillmeister Bart hat hier den Vogel bisher abgeschossen. Er hat es auf tatsächlich 18 Stunden gebracht. Also mal sehen, was ihr schafft. Kommt ja auch immer ein bisschen auf die Außentemperatur an. Und wenn er das schön in Spanien gemacht hat oder jetzt in dem Sommer hier, ja, dann ist das schon, kriegt man das vielleicht hin. Es ist auch, die Challenge liegt ja auch, muss mit eurer Originalkohle gemacht werden, ne? Natürlich. Ja, sehr schön. Beim Mastertouch Premium kam mir noch so die Frage auf, das ist ja jetzt schon so ein Produkt, was so von den Funktionen schon ein bisschen sich den Summit Charcoal annähert, ne? Man hat jetzt die Diffuserplatte da drinne. Und ist das dann irgendwie quasi der kleine Bruder schon oder ist das der große Bruder eher vom Mastertouch? Ist das so ein bisschen, ist das wieder auch einfach, wie soll man es sagen, dass man einen Grill hat, der so wieder in der preislichen Nähe sich nach oben bewegt, oder? Ja, generell wollten wir einfach den Konsumenten was an die Hand geben, wo sie wirklich mitarbeiten können. Ich glaube, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, der Summit Charcoal ist schon die Königsklasse. Also das ist schon wirklich was nochmal was Außergewöhnliches und Spezielleres. Aber trotzdem wollte man auch die Vielfalt und die Möglichkeiten, den Geschmack auch für die Masse auch zugänglich machen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ist quasi wie mit der Formel 1, da werden die coolen Sachen entwickelt. Das wäre quasi der große Bruder. Und die Sachen, die dann für die breite Masse quasi sinnvoll sind und auch erschwinglich werden, die werden dann in dem Premium-Grill dann abgebildet quasi oder verbaut. Ja, korrekt. Okay. Darauf wollte ich hinaus. Also. Nee, das hört sich ja schon mal auf jeden Fall nach sinnvollen Verbesserungen an. Vielleicht gucke ich mal früher dann, ich habe jetzt einen Wohnwagen, da fehlt noch der Grill. Vielleicht wäre das ja das richtige Modell dafür. Ich habe auch direkt beim Campingplatzbesitzer mal nachgefragt, wir dürfen auch mit Kohle grillen. Also wird dem nichts im Weg stehen. Und ja, würde ich sagen, gucken wir uns den mal an am Stand. Wir haben zwar gerade schon beim Reingehen so ein bisschen das Ganze überflogen, aber ich denke mal, so die Details werden uns auf jeden Fall auch noch interessieren. Und ja, schauen wir uns mal. Wir machen natürlich auch jede Menge Fotos, die wir im Blog und im Podcast verlinken und veröffentlichen. Und ja, Martin, hast du noch irgendwelche Fragen ansonsten? Ich nicht, aber vielleicht gibt es noch von euch was ihr noch erwähnen wollt, was man nicht vergessen darf heute, was es vom Weber noch gibt oder was man verraten darf. Ja, ich meine, wir können natürlich auch geheime Marketing-Tricks von Weber noch hier veröffentlichen. Das war ja genau, wie so die Zukunft aussieht. Wir hatten ja jetzt die Vergangenheit, die aktuellen Modelle und vielleicht, was uns so in der Zukunft erwartet, ob es da irgendwelche, zum Beispiel einen Oberhitzegrill von Weber geben wird. Ist ja auch ein ganz heißes Thema. Mal schauen. Nein, wir hatten ja gesagt, dass wir jetzt wirklich über alle Kategorien verschiedenste Modelle anbieten und verschiedenste Zielgruppen ansprechen. Und die logische Fortführung ist, dass wir auch unsere Marketingstrategie entsprechend anpassen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr und auch für die Zukunft sehr viel stärker in die Live-Experience reingehen. Was heißt das? Wir machen euch ein bisschen Konkurrenz. Nein, Spaß beiseite. Wir möchten wirklich sehr viel stärker in den Austausch mit unseren Kunden gehen, auch mit unseren potenziellen Kunden, die Produkte viel anfassbarer, viel erlebbarer machen. Sprich, wir werden ganz stark auf das Thema Event setzen und zwar nicht Event als Sponsor, sondern wirklich eigene Events kreieren, wo wir die Marke wirklich anfassbar, erlebbar machen, in den Austausch gehen mit euch und allen anderen Menschen, die draußen schon gerne grillen oder dann künftig gerne grillen und natürlich am liebsten mit uns. Das ist der eine Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt, ihr macht es uns ein bisschen vor mit eurem Podcast. Wir werden auch unsere digitale Strategie erweitern. Wir sind im Moment sehr stark vertreten im Facebook und auf YouTube. Hier sind neue Videos in der Planung und in der Produktion. Und wir werden auch weitere Kanäle aufbauen wie Instagram etc. pp. Also insofern ganz viel im Köcher.
Köcher. Und um die nächsten, im nächsten Jahr die neuen Produkte auch entsprechend zu begleiten und wirklich draußen erlebbar zu machen. Ja, es hört sich auf jeden Fall gut an. Vor allem auf Instagram vermisst man Weber ja doch öfter mal, wenn man da irgendwie mal verlinken möchte oder erwähnen möchte oder einfach mal gucken möchte, was in der Weber-Welt so passiert. Da war auf Instagram halt, klar, die amerikanischen Kollegen sind da fleißig. Und ja, aber sind wir gespannt, was da dann aus Deutschland auf uns zukommt. Das ist schon für mich wirklich die schönste Neuheit und die beste Nachricht, wobei ich mich auf den Mastertouch Premium sehr freuen werde. Also gerade weil ich auch viel so smoke und grill, wo slow und slow zugeht. Ne, es war ja sogar ein Einsatz unten für einen Minion-Ring, habe ich gesehen, ne, drinne. Ein Ring unten für einen Minion-Ring, also dass man einfach einen Kreis lenken kann. Und ja, das wird schon ein tolles Tool werden, worauf ich mich sehr freue. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Testet's, geht's vor allen Dingen zum Bart. Probiert's mal, was er euch so zaubert und fachsimpelt mit ihm, weil er letztendlich, keiner kann eigentlich, glaube ich, das Produkt so gut erklären und hat so eine Leidenschaft dafür, wie auch Bart. Also gerne viel Spaß euch und ja, gebt uns gerne euer Feedback. Vielen Dank schon mal für die Zeit und für die ganzen Infos. Und ja, wir gucken uns jetzt mal den Grill an, oder? Ja, wir werden jetzt mal im Detail mal nachschauen, was das sich getan hat. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, spätestens nächstes Jahr sehen wir uns dann an gleicher Stelle wieder. Ja. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja.